Ohne sie läuft im Hoch- und Tiefbau gar nichts. Sie sind die Spezialisten für Beton und Stahlbeton. Mit ihrer Arbeit prägen sie die Gesichter von Bauwerken und Städten für viele Generationen. Auf dieser Großbaustelle in München entsteht ein riesiges Einkaufszentrum. Ein Projekt dieser Größenordnung bedarf einer exakten Organisation und Arbeitsplanung. In täglichen Besprechungen legt Bauleiter Martin Weidisch gemeinsam mit seinem Führungsstab anhand des Zeitplans das jeweilige Arbeitspensum fest. Willi, wie ist das mit den Bodenplattenüberständen? Da hat der Züpplin die Mängelanzeige zurückgezogen. Du gehst mit deine Leute. Mit Hans Dörfelmeier, der erste Polier, gibt diese Arbeitsvorgaben an seine Meister und Vorarbeiter weiter. Neben vielen anderen Gewerken sind es vor allem Beton- und Stahlbetonbauer, die an dem Großprojekt mitwirken. Claudia, du bleibst hier beim Jens und hilfst ihm beim Ausschalten der Stütze. Die beiden Auszubildenden Claudio und Tino sind bereits fest in die Arbeitsabläufe eingebunden. Gemeinsam mit dem Gesellen Gerd löst Claudio einen mit Beton ausgegossenen Stützpfeiler aus der Schalung. Zuerst werden die Spannanker entfernt. Dann lässt sich die ganze Schalung des Stützpfeilers ohne Probleme wegnehmen. Es ist immer wieder ein spannender Augenblick, wenn die Schalhaut, sozusagen der schützende Mantel, abgenommen wird und der Betonpfeiler zum Vorschein kommt. Es ist Beton, der das Bild der Baustelle prägt. So, Dino, magst du diese Verbügelung, alle 9 cm die ganze Abschalung hier entlang? Gut, mache ich. Polier Hans Dörfelmeier setzt seinen Azubi Tino an der Stelle ein, wo für den Beton alles beginnt, beim Bau von Bewehrungen und Schalungen. Sie sind die Basis und zugleich das Korsett, das später den flüssigen Beton aufnehmen soll. Wie man Bewehrungen bindet und Schalungen baut, hat Tino gemeinsam mit den anderen Azubis in der betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung gelernt. Neben theoretischen Fächern wie zum Beispiel Materialkunde steht vor allem das praktische Arbeiten im Mittelpunkt. Herr Romer, der Ausbilder, steht mit Rat und Tat zur Seite. Benjamin soll einen Schalungskörper herstellen. Zuerst muss er die Schalungsteile, also die Bretter und Holzbohlen, genau vermessen und anzeichnen. Dann schneidet er sie mit der Kreissäge zu. Für Benjamin ist der sichere Umgang mit der Säge kein Problem. Er weiß auch, dass die Beachtung von Sicherheitsvorschriften, wie zum Beispiel Gehörschutz oder Schiebestock, nicht nur hier in der Ausbildung, sondern auch auf jeder Baustelle oberstes Gebot sind. Erst wenn das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist, greift er nach dem Werkstück. Nun baut er das Schalungselement zusammen. Im Hintergrund sind Stefan und Sven gerade dabei, eine Kellerfensterschalung auf die von ihnen vorgefertigte Außenschalung zu setzen. Alles passt, sie haben präzise gearbeitet. Die Fensterschalung sitzt millimetergenau. Das ist der Bauplan für eine Treppe. Daniel und Andreas übertragen die Zeichnung auf die Wand. Dieser Aufriss, wie die Übertragung in der Fachsprache genannt wird, erfordert ein hohes Maß an Präzision. Schließlich gibt der Aufriss den exakten Verlauf für die Treppen und Stufen vor, die später betoniert werden. Immer wieder gibt Herr Romer seinen Azubis hilfreiche Ratschläge. Wie hier Michael, der die Stahlstäbe für eine Bewehrungskonstruktion in die richtige Form biegt. Gemeinsam mit Blasius verbindet er die Bewehrungsstäbe mittels Verdrahtung. Wichtig dabei ist, dass die gesamte Drahtkonstruktion, also die Bewehrung, in sich so fest fixiert wird, dass sie bei Aufnahme des flüssigen Betons ihre Stabilität behält und so den Beton von innen heraus stützt. Nun werden noch die Abstandshalter angebracht
und der Bewährungskorb kann in die vorgefertigte Rahmenschalung eingelassen werden. Jetzt muss noch die offene Schalungswand eingesetzt und so fest fixiert werden, dass die fertige Schalung für den Flüssigbeton absolut dicht und formgebend ist. Und wie hier kann jetzt auch auf unserer Großbaustelle in München betoniert werden, wo der Polier Hans Dörfelmeier seinen Beton abruft. In der nahegelegenen Betonmischanlage wird die angeforderte Betonmenge, bereits fertig gemischt, in die Transporttrommel eines LKW eingefüllt. Der Fahrer muss die Baustelle auf schnellstem Wege anfahren, damit der Beton nicht verhärtet. Claudio wartet bereits. Servus, den Nähvorschein bitte. Ja, grüß dich, B35 KF. Sag mal hier. Ja, das stimmt schon. Dein Kran jetzt? Kran 2. Claudio hat die auf dem Lieferschein angegebene Menge und Güteklasse geprüft und dirigiert den Fahrer zum Entleerungsort. Jetzt muss alles ganz schnell gehen, denn jede Verzögerung wirkt sich negativ auf die Güte des Betons aus. Ein Transportkübel wird mit einem Kran an die Position gebracht, wo der Beton ausgelassen werden soll. Bei der Fahrt mit dem Transportkübel sind Sicherheitswesten Pflicht. Über einen Füllschlauch wird der Beton in die Schalung eingelassen. Dies erfordert ein exaktes Zusammenspiel mittels Zeichengebung zwischen Kranführer, den Mitfahrern auf dem Transportkübel und den Facharbeitern an der Schalung. Ein Rüttler verdichtet den Beton. So sind Konsistenz und Langlebigkeit gewährleistet. Beton bei Großprojekten wie diesem unverzichtbar. Vermessungsarbeiten mit dem Theodolit, einem optischen Vermessungsgerät, werden immer dann vorgenommen, wenn es gilt, über zwei Messpunkte Achsen zu bestimmen und Fluchten auszurichten. Rina, 3 mm nach rechts. Mit präzisen Hammerschlägen richtet Tino den Schraubpunkt aus. Okay, Tino, passt. Claudio hat bereits den Führerschein für einen Gabelstapler und befördert schweres und dringend benötigtes Baumaterial. Weil sonst wir die Fertigteile hier nicht mehr einheben können, weil wir uns mit der Gasse hier verschließen. Weil wir ja parallel nächste Woche mit der Gasse beginnen. Bauleiter Martin Weidisch und sein erster Polier Hans Dörfelmeier stimmen den Zeitplan und die weiteren Dispositionen für die verschiedenen Baugewerke ab. Sie liegen gut in der vorgegebenen Zeit, haben keine Verzögerungen durch krankheitsbedingte Ausfälle oder Schwierigkeiten mit den Zulieferfirmen. Die Fertigteile sind jetzt angekommen. Ist das richtig? Okay, gut, sauber. Du, Dino, gehst du und nimmst die Fertigteile in Empfang und schau, ob die Stückzahl stimmt. Okay? Okay, mach ich. Der erwartete Schwertransport ist eingetroffen. Es sind überdimensionale Betonträger, die als Fertigteile von einem Betonwerk angeliefert werden. Tino weist den LKW auf seine Position. Gemeinsam mit dem Gesellen Franz bereitet er alles Nötige für die Verhebung der tonnenschweren Fertigteile vor. Für diese Teile musste extra ein Spezialkran aufgebaut werden, der in der Lage ist,
überdimensionale großformatige Bauelemente zu heben und zu bewegen. Für das Gelingen dieser schwierigen Operation ist höchste Konzentration erforderlich. Zentimeter für Zentimeter bewegen sich die Raupen des Spezialkrans. Die Haken heben die schwere Last von der Ladefläche des LKW. Das tonnenschwere Bauteil hängt sicher am Haken. Der LKW kann aus der Gefahrenzone fahren. Jetzt beginnt der schwierigste Teil, das Einlassen des Fertigbauteils in seine Endposition. Auf die beiden Stützpfeiler links und rechts muss der Koloss millimetergenau aufgesetzt und in den dafür vorgesehenen Bewehrungen verankert werden. Der Umgang mit solchen Giganten gehört zum Alltag der Beton- und Stahlbetonbauer. Fingerspitzengefühl, ein sicheres Auge und Erfahrung sind notwendig, um den Erfolg solcher Aktionen zu gewährleisten. Nur noch wenige Zentimeter, dann ist es geschafft. Für Tino sind diese Augenblicke, wo sich der Träger auf die Stütze setzt, von höchster Spannung. Geschafft. Großbaustellen haben ihre eigene Faszination. Eine tägliche Herausforderung für jeden Einzelnen, der hier arbeitet. Teamgeist und Kollegialität sind Voraussetzungen, um so ein Projekt zu meistern. Das gilt auch für Claudio und Tino, die schon bald Spezialisten für Beton- und Stahlbetonbau sein werden. Wie wird man Beton- und Stahlbetonbauer? Voraussetzung ist der Hauptschulabschluss. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Sie findet in der Berufsschule, im Betrieb und in überbetrieblichen Ausbildungszentren statt. In der Mitte der Ausbildungszeit wird eine Zwischenprüfung abgelegt. Die Ausbildung endet mit der Prüfung zum Beton- und Stahlbetonbauer. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer und einer mehrjährigen Berufspraxis sowie dem Besuch von Kursen kann man geprüfter Polier werden. Nach mehrjähriger Berufspraxis, dem Besuch von Kursen oder einer Meisterschule kann man die Prüfung zum Meister ablegen. Nach mehrjähriger Berufspraxis und dem Besuch einer Technikerschule kann die Prüfung zum staatlich geprüften Techniker abgelegt werden. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer kann man 1 Jahr auf die Berufsoberschule, anschließend 3 bis 4 Jahre auf die Fachhochschule gehen und diese mit dem Diplom-Ingenieur FH oder dem Master-Bachelor abschließen. Man kann aber auch 2 Jahre auf die Berufsoberschule gehen, die allgemeine Hochschulreife erwerben, anschließend an der Universität studieren und mit dem Master-Bachelor, dem Diplom-Ingenieur TH oder als Architekt oder Lehrer für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen abschließen. Hans Dörfelmeier ist geprüfter Polier. Vom Beton- und Stahlbetonbauer hat er sich zum staatlich geprüften Polier emporgearbeitet. Heute führt er seine Bauteams auf vielen großen Baustellen mit Professionalität und Engagement zum Erfolg. Er weiß, nur der Wille und ein klares Ziel vor Augen garantieren den Weg zum beruflichen Erfolg.